Ich habe versucht, meinen neuen Hausrochen zu zähmen, aber er will nicht gehorchen. Hey, du hast die richtige Größe, um auf seinem Rücken zu reiten? Oh Gott. Toll! Oh, Entschuldigung. Das habe ich jetzt versehentlich weggedrückt. Ja, gut. Was war das denn? Wilder Ritt. Okay. Ja, komm, hau rein. Ich finde nicht, dass das verfehlt war, sondern dass ich die noch hätte erwischen können. Also. Naja. So. So. Cool. Das war einfach. Jäger. Du sollst mir eine Kugel geben. Ach komm schon. Nicht schon wieder so ein Bug. Dann muss ich gerade mal irgendwo hin mit irgendwem anders reden. Vielleicht klappt das, dass er danach mit mir redet. Du willst auch nicht mit mir reden. Da konnte ich auch nicht mit Dreieck arbeiten. Vielleicht habe ich bei dem Typen am Ausgang Glück. Das heißt, ich muss raus und später nochmal rein. Ja. Es ist ärgerlich, dass das Spiel da jetzt rumzickt. Gut gemacht, Spyro. Da du jetzt 6 Talismane hast, wird sich das Tor öffnen. Okay, Spyro. Spring in das Loch im Boden, um zu Crashs Kerker zu gelangen. Ich helfe dir, indem ich Schafe durch das Loch werfe, wenn ich sie fangen kann. Viel Glück! Okay, das machen wir jetzt aber noch nicht. Wir gehen erst hier nochmal rein. Wir machen das jetzt noch schnell. Hoffentlich klappt es dann diesmal. Oh, jetzt habe ich das Intro wiederholen. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Es müsste eigentlich reichen, damit ich da hochkomme, oder? Nein, natürlich nicht. Oh Gott, also nochmal hier so durch. So. So. Hi. Hüpf an Bord, Spyro. Ja, mach ich. Und mein Cappuccino hat mittlerweile eine trinkbare Temperatur. Das ist doch klasse. So. Da wollen wir hin. So. Dann gib mir nochmal das Schaf hier. Unsere Welt ist. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß auch das. Hau ab. Danke.
So, du Dovi. Ich habe versucht, meinen neuen Hausrochen zu zähmen, aber er will nicht gehorchen. Achso, und jetzt haben wir ja schon. Das muss nicht. So. So. Oh nein, ein Leck. Vielleicht war der Leck auch gerade eben ein Grund, weswegen dieses Gespräch abgebrochen war und so. Gut gemacht. Ich denke, dafür schulde ich dir was. Finde ich auch. Nimm diese Kugel. Ich habe sie in einer der Flossen gefunden. So. Da der Rochen jetzt gezähmt ist, würde ich ihn gerne in Rennform bringen. Willst du ihn durch einen schwierigeren Parcours reiten? Kann ich machen, ja. Klar. Und ob. Okay, viel Glück. Mal schauen, wie das jetzt klappt. Das hatte, glaube ich, gerade 5 Sterne bekommen. Aber bisher geht das eigentlich. Ich wusste, dass es hier unten durchführen würde. Das Problem ist, dass ich oft ziemlich weit weg bin. Ziemlich nah dran bin. Du hast echt Talent. Ich könnte einen Partner wie dich brauchen. Du kannst auch die Kugel aus der anderen Flosse haben. Oh, ich wusste, dass die in der anderen Flosse drin ist. Ich wusste es einfach. Oh, herrlich. Und ich kann... Ja, haha, danke. Ich kann diesen Level verlassen und muss ihn nie wieder betreten. Oh, danke, 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 danke. Das hatten wir schon. Da geht es weg. So, dann können wir uns jetzt an den ersten Endgegner machen. Das finde ich gar nicht schlecht. Gut gemacht, Spyro. Da du jetzt 6 Talismane hast, wird sich das Tor öffnen. Mhm. Hatten wir schon gehört. Tut mir leid, ich muss zwischendurch immer die Tasse wegstellen, deswegen dauert es dann immer einen Moment, bis ich reagiere. Bevor du ins Fruchtverlies gehst, Spyro, wirst du bestimmt wissen, wie Ripto und seine Monster nach Avala gekommen sind. Letzte Woche arbeitete der Professor nämlich in der Wintertundra an einer neuen Supertortechnik. So, die letzte Kugel ist an ihrem Platz. Mal sehen. Wir brauchen nur einige Koordinaten. Wie wär's mit 22475? Es ist mein Geburtstag. Nein, Jäger, nicht! Was? Runter von mir, ihr Taugenichtser! Warum kann nicht einer von euch... Wo sind wir? Zurück und packt meine Taschen. Wir ziehen um. Begrüßt euren neuen König. Professor, machen Sie es zu. Schnell. Oh Gott, ich kann nicht sehen. Ich glaube, ich habe meine Brille zerbrochen. Crash, geh durch das Tor, du Idiot. Sag deinen Freunden, dass sie die Kugeln in Avala verstreuen sollen. Schnell. Nein! Schluck, Crash, holt die Kugeln jetzt! Widerliche kleine Kreatur, ich bringe dich um! Das sind schlechte Nachrichten für Avala. Jäger, warum hast du ihn nicht verfolgt?
Ich hätte ihn ja gern verfolgt, aber hat er nicht gesagt, dass er keine Drachen mag? Professor, könnten wir einen Drachen fangen, um uns zu helfen? Ja, ich glaube schon. Wir brauchen eine Welt, die besser geeignet ist, solche Kreaturen abzufangen. Vielleicht Glimmer. Gute Idee, wir sollten sofort gehen. Ja, damit haben wir auch ein bisschen Hintergrundgeschichte wieder bekommen. Brüll du nur rum. Oh, ich kann die Taktik noch. Das ist gut. Ja, ich kann die Taktik noch. Das ist schön. Das macht es mir einfacher. Ach, das war das, genau. Wollte mir nicht, wie auch immer sie heißt. Ach, da. Nein. So. Ich wollte gerade fragen nach dem Schafen, die mir versprochen wurden, aber da sind sie ja auch schon. Ach ja, es sind ja jetzt drei. So. Aua. Aua. Ho, das war knapp. So, aber jetzt haben wir so gut wie gewonnen, würde ich behaupten. So. Na komm. So. Ja. Wunderbar. Damit haben wir unseren ersten Endboss besiegt. War doch gar nicht so schwer. Nein, Crash! Du konntest vielleicht diesen Tölpel schlagen, aber Schluck wird dir mehr als ebenbürtig sein. Dann mal los, Kleiner. Schluck, komm sofort her! In alle und sorg dafür, dass es weh tut. Was? Das Dach? Schluck, hol mich hier raus! Bis dann, Drache! Was für ein Waschlappen? Yay! Sommerwald ist gerettet. Dieser Ripto hat genug Schaden angerichtet. Der hat mich ein Vermögen gekostet. Wenn Spyro nicht wäre, wäre ich pleite. Wenn Ripto hier wäre, würde ich ihm mal die Meinung sagen. Und nicht nur das. An der Universität war ich Boxmeister im Bantamgewicht und kenne immer noch... Nimm das und das. Boom. Aber du. Na dann. Ja, hier lernen wir dann, glaube ich, auch endlich zu klettern. Sehr, sehr nützlich. Ich glaube, das... Oh, ja, Herbstwald mag ich. Das ist so landschaftlich, so vom Mapping her der Außenwelt hier.
Hm, hast du noch? Nee, hast du auch nicht. Ach, ich weiß nicht, ich mag Herbstwald doch sehr, ja. Da war nichts? Nein, da war nichts.